Moin, moin, meine lieben Freunde der leichten Unterhaltung. Willkommen zurück und wir spielen Dark Souls für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich auf dem Weg zum Gargoyle wieder, den wir noch nicht erlegt haben. Und den wollen wir gerne töten, deswegen. Mal gucken, was da hinkommt zu ihm. So. Ja, in der Zwischenzeit habe ich so ein, zwei Gegner erlegt hier, also normale Gegner. Und mich ein bisschen aufgelevelt, wie man sieht kann, habe ich ein neues Schild. Und das ist von einem Ritter. Was uns gute Dienste leistet, weil es auch feuerresistent ist. Für einen Gargoyle vielleicht ziemlich gut. So. Genau, weg. Was noch kommt. So, jetzt kommen noch ein paar Gegner, die wir schnell machen müssen. Ja, genau. Und dann habe ich ein paar Sachen eingesammelt. Oh. Hier gerade. Oh, jetzt hat er mich. Ich hab mich auch. Gut. Ende dran vorbei. Und trinken noch mal ganz kurz was. Und ja, und ab zu den Gargoyles. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe verschiedene Sachen schon gemacht hier. Habe ein bisschen was durchforstet und versucht, mir ein paar Kampftechniken anzueignen. Meine Sachen aufgerüstet hier und da. Und ja, habe von den Rittern mal ein Schild bekommen hier, wie dieses. Und noch irgendein Schwert, was ich nicht nutzen kann. Denn dafür brauche ich Stärke 32 und das habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, jetzt versuchen wir den Gargoyle zu legen. Ich war jetzt schon zwei, drei Mal drin. Aber habt ihr nie legen können? Ja. Kann ich kurz reinlaufen? Wir sammeln kurz unsere Sachen ein. Und jetzt können wir ihn ja mal angehen. Okay, so natürlich nicht. Ein bisschen umrunden, glaube ich, damit wir ihn von hinten so ein bisschen dran kriegen. Eile mit Weile. So, mein beschissener Schwanz ist ab. Das ist schon mal gut. Uns zumindest. Na Mist, ey. Das ist, ab und zu komme ich da nicht rechtzeitig weg. Ärgerlich ist. Wir müssen uns gleich auf jeden Fall einmal heilen. Bevor er. Ah, das war dumm von mir. Na gut. Das war richtig dumm. Okay, jetzt kommt gleich der andere Gargoyle noch. Schon. Hier. Och Mann, das ist so. Oh, den kriegen wir noch. Nein! Lass trinken. Oh nein! Nein, ich hätte noch einen Schlag verpassen müssen. Dann wäre der hops gewesen. Ein winziger Schlag und er wäre hops gewesen. So ein Scheiß. Oh, ich glaube, gegen einen kann man leichter kämpfen. Gegen zwei ist es wirklich nicht so leicht. Oh. Gut. Wir müssen uns mal kurz hinkämpfen. Jetzt nicht so ein langer Weg. Aber ja. Oh, das nervt mich jetzt ja gerade, ne? So dicht davor. Oh. Gut, nochmal hoch da. Machen wir uns ein bisschen schneller hier alles. Auch da hinkommen. Geht mir ja voll auf den Sack. Acke. Ah. So sehe ich vor, ich habe noch nie einen von denen erlegt. Immer so, ich habe ja schon zwei, dreimal drin gewesen. Habe ihn auch mal den Schwanz abgehauen, dann habe ich eine Axt bekommen. Aber ich habe ihn an sich noch nie erlegt. Das nervt mich total. Ja.
verdammte Axt, das nervt mich jetzt ja. Oh. Ein Schlag hätte er noch haben müssen, ne? Ein verdeibelten Schlag und er wäre weg gewesen. Das gargoyle-gesichtige Arschloch. Naja. Oh. Mir leider auch Leben weggenommen, was mich auch ein bisschen nervt. Aber naja. Das brauchen wir, glaube ich, alles für den Kampf oben. Müssen wir halt so durch. Ja, hier gut durchkommen, ohne Leben zu verlieren. Oh, hier rein. So. Na, was gibt's hier? Ein zerbrochenes Schwert. Na super. So. Oh. Also dicht davor, ey. Das ärgert mich total. Aber naja. Wir sammeln zumindest die ganze Zeit, wenn ich die immer wieder einsammeln kann, sammeln wir die ganze Zeit Seelen da oben. Denn ich schaffe ja immer 696 wieder oben zu schleppen. Was ja. Das muss knapp 700 sind wieder oben. In unserem Bottich so zusammen packen, in unserem Jackpot. Und ich glaube, das Ding liegt ja auch relativ. Gut jetzt. Also kurz gucken, wo das lag. Oh. Ach nee, komm. Wo ist denn mein... Wo liegt denn mein Stash hier? Ah, da hinten. Scheiße. Können wir erstmal holen, das ist wichtiger. Wenn ich das jetzt auch noch... Verliere, dann kotze ich. Okay. Was denn? Ach Mann. Hilft doch nicht immer. Komm her. Okay, wir müssen aufpassen. Uns beide mit Feuer, das ist natürlich ein bisschen blöd. Block nochmal. Oh. Komm. Nein. Ja. Einen haben wir. Schnell, lauf. Einen haben wir. Okay, ein bisschen Feuer ab. Aber einen haben wir, das ist schon mal gut. Nein, der rennt doch nicht ins Feuer. Ab und zu springt er aber auch so blöd, finde ich. Okay. Ah, nee, ist scheiße. Oh, rennst schon wieder ins Feuer, du Spacko, ey. Renn doch nicht immer ins Feuer. Das nervt mich so ein bisschen. Aber jetzt haben wir einen fertig. Dann müssen wir den letzten ja vielleicht irgendwie hinkriegen. Gibt's nicht. Nein! Renn doch nicht immer ins Feuer.
aber Hackviech, ey. Was? Schnell was? Oh, das hat nicht mehr viel Leben. Können wir kriegen. Yes! Ah, ihr habt gesiegt. Oh, fühlt sich gut an. Doppelt Menschlichkeit bekommen. Ganz im Ernst. Und nochmal 10.000 Seelen. Ah, ihr durftet live dabei sein. Ist das nicht schön? Das freut mich. Dass es doch ein bisschen gewirkt hat, sich ein bisschen die Taktiken anzugucken bei diesem Scheißviech. Aber, wie gesagt, wir gehen mal hier rein. Oh, ich gehe mal mit dem Schild voraus. Ich habe einfach nur Angst, dass ich gleich sterbe. Gibt es hier hoffentlich ein Leuchtfeuer irgendwo? Oder muss ich den ganzen Weg zurückrennen zum Leuchtfeuer? Oder was passiert hier? Oder ist es hier, wo ich die Glocke auch läuten soll? Macht ja Sinn, ne? Ist ja fast ganz oben. Oh, hier Gegner? Nö. Okay, das ist der Glockenturm. Ich denke mal, das wird die sein. Hier. Mal raus. Oh, sind hier Gegner? Nein, nicht. Werden wir auch nochmal rauf? Oh! Achso, jetzt kommt noch so ein Gargoyle. Ey, jetzt. Obwohl, man weiß es nicht. Gott. Leuchten. Los geht's! Hell's Bell! Ach ja. So, die Glocken haben wir geläutet. Das war's wohl. Gehen wir runter. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, hier irgendwie schneller runterzukommen? Runter zu hüpfen oder so? Kann man nicht, ne? Schade eigentlich. Das wäre noch ein Highlight. Und diese Treppen sind ellenlang. Ich drücke mal irgendwelche Knöpfe hier. Wie hauen kann ich? Beten kann ich auch. Wer kann ihn? Okay. Na gut, ist auch nicht so schlimm. Wer ist er denn? Okay, kann ich reden. Boah, ich hätte jetzt einen Kopf nur verpasst. Greetings. I'm Oswald of Kareem, the Paw. No appearance to like things. Yet magnanimous are the gods. Come thou to confess, or to accuse. For indeed all sins I blame. Achso, man kann hier Sachen kaufen. Eid widerrufen. Vergebung erbitten. Oh, erstmal eine Geste erlernen. Na, sieh mal an. Eine Geste. Vergebung erbitten? Wofür? Warte mal. Du hast nicht gesündigt. Ah, okay. Gegenstand kaufen. Läuterungsstein. Reduziert Fluchsteigerung und hebt Flüche auf. Melde Verbrecher sein. Heimkettung. Buch der Schuldigen. Prüfliste angeklagter Spieler. Dann noch so. Armische Gerechtigkeit. Was kann der Talisman? Buch? Weiß ich. Dieses AB umgekehrte ist so zum Kotzen. Nur mal so nebenbei. Okay. Blutbissring, einer der berühmten Bissringe, die von Sir Aster von Caramount wurden. Trotz der grausamen Geschichte um seine. Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste. Der Ring aber zerbricht. Den hatten wir schon mal. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt kaufen. Weiß nicht, ob diese Ringe gut sind. Bringen die was? Mittelschutz zu Giftschäden, Mittelschutz zu Blutung. Keine Ahnung. Eid widerrufen. Eine Berufung, ich habe kein Eid. Lass es mal so. Okay, er ist irgendwie gruselig. So, wir haben es ja geschafft. Bin irgendwie so ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Jetzt rennen wir schnell zurück. Und pushen unser Level ein bisschen vielleicht. Okay, zurück können wir wieder. Super. Runter. Aber kann er irgendwie...
So, Leichenpflaster an unseren Weg, wie man sieht. Macht nichts. Gehen wir nochmal zurück zur Schmiede. Beziehungsweise zum Leuchtfeuer. Und dann ist ja auch die Frage, wo wir das. Wo der nächste Weg uns hinführt. Jetzt haben wir hier die Glocke geläutet. Frage, wo wir hinwollen. Wir könnten ja mal, schätzhalber, zu, runtergehen. Also von dem Leuchtfeuer, von dem Kuckhaus aus, gehen wir noch, kann man auch da runtergehen. Vielleicht können wir da ja mal hinkommen. Warum kann man eigentlich nicht von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer springen? Das wäre noch super, wenn man das könnte. Bloodborne konnte man das. Wenn man das hier nicht kann, weiß ich nicht. Oder es gibt hier muss man wieder irgendwas haben, wofür man es machen kann. So, wir gehen mal kurz runter zum Schmied. Der uns irgendwas geben kann. Well, hello. So, Waffe verstärken. Die Waffe können wir mal verstärken. Titanit. Dann könnte man das schwarze Schild ein bisschen höher machen. Vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Physisch. Hm. Claymore könnte man auch hocharbeiten, aber. Dann kämpfe ich ja so gut wie gar nicht. Ich gucke eigentlich mehr mit meiner Axt da, weil ich die ganz gut finde. Mach mal das Schild ein bisschen besser. Und diesen Fuckel-Titanit. So. War jetzt nichts mehr von. Rüstung verstärken. Und nicht. So verkehrt. So. Ein bisschen. Ich bin ein bisschen besser da. Muss uns reparieren. So. Oh, warte. Da haben wir natürlich auch noch repariert. Gegenstand kaufen. Was hat er denn noch mal da? Eine Scherbe. Urias Wappen. Kostet 20.000. Öffne versiegelte Tür inmitten des Waldes. Langschwert? Gut. Achso, warte doch, ich kann was kaufen. Ein paar Pfeile, denn wir haben ja auch einen Bogen. Warte mal, ein Stück von. Ich bin ja nur da, um mal vielleicht Gegner rauszulocken irgendwoher. Achso, habe ich euch gleich gezeigt, aber hier drin war ich auch schon. Bin in diesen Wald ja gegangen und auch schon mal da gestorben, wie ihr wisst. Hier dieses Viech, was hier war, den habe ich gekillt. Der war auch gar nicht so schwierig. Man musste immer nur rumrennen die ganze Zeit. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Ich wollte ja auch nur mit ihm ein bisschen üben. Und dann ist er leider gestorben. Aber das soll uns nicht weiter dran aufhalten, denn wir gehen jetzt mal hoch zum Leuchtfeuer hier. Und können auch mal gucken, ob wir 2 Talentpunkte nicht vergeben können. So, aufsteigen. Also, wir würden, meine Stärke würde ich ganz gerne höher haben. Aber damit ich noch mehr Schaden mache. Bei der Beweglichkeit geht es ja auch auf Schaden, aber es geht auch auf andere Sachen. Vielleicht ist es auch ganz gut, die Kondition hochzumachen. Resistent ist man dann wohl gegen. Jens brauchen wir nicht, wir sind ja kein. Zauberei. Natürlich nicht. Vitalität. Macht vielleicht auch Sinn. Einfach mal wieder ein bisschen höher zu kommen. Dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Vielleicht sollte man auch einfach nur nicht getroffen werden, ne? Ich glaube, ich würde jetzt trotzdem nochmal die Beweglichkeit hochsetzen. Einfach nur, weil ich meine Stärke so höher machen möchte. Wie kann man denn eigentlich die. Ach so, okay. Wir machen nochmal die Stärke hier auch hoch. Zack. Gut. Okay, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal den Weg runter, um zu gucken, wo wir da landen. Obwohl können wir. Hier vorne saß doch so ein kleiner Chinese da. Oder
Vielleicht können wir da jetzt ja mal zu den... Obwohl, die Tür ist ja immer noch zu. Ich warte, dass die Tür aufgeht. Ich kann sie leider nicht öffnen. Weiß nicht, ob ihr das könnt. Oder wisst wie. Ich weiß es noch nicht. Und er sitzt da nur und redet auch kaum mit mir. Wie lange will er da sitzen? Still closed. Still closed. Mm. Hört sich ein bisschen an wie Homer Simpson, ne? Mm, Donuts. Mm, lecker. Ja, aber ich denke auch, das reicht eigentlich auch für heute, denn wir sind ja ein gutes Stückchen weitergekommen, haben die Glocke geläutet und würde sagen, läuten jetzt einfach die Glocke unten. Das heißt, wir rennen zu dem anderen Bereich. Dann müssen wir wieder zurück. Der ist ja auch nicht so weit weg eigentlich. Können wir ruhig mal machen. Da laufe ich jetzt einfach nochmal hin. Könnt ihr euch gerne noch mit anschauen, wenn ihr wollt. Und wenn noch ein, zwei Gegner unterwegs plätten, um ein paar Seelen zu bekommen. Joa. Gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr reinhauen, weil wir jetzt noch mehr Kraft haben. Da gucken wir auch mal. Hoch. So. Oh, ich beide erwischt. So. Du kommst auch. Ich gehe nämlich diesen Weg. Fallen lassen? Nein. Da steht dieser blöde Ritter. Voranschleichen. Das geht wesentlich besser bei dem Pro-Controller. Mit den Joy-Cons, also allgemein mit den Joy-Cons überhaupt in die Nähe, also so zu schleichen, ist echt schwierig. Ist echt eine Tüdelarbeit. Oh. Eigentlich wollte ich ihn von hinten gerne erledigen. Klappte nicht. Akt. Offen. So, wie war der Weg zurück? Hier längs irgendwo? Ich glaube schon. Hier sind wir noch ein Ritter. Nee, ein. Plündern. Bild. Oh. Nochmal ran. Okay, dann musst du hier zu uns kommen. Wird das nix? Okay. Kannst du so viel trinken, wie du willst. Lass dich nicht zu. Gehen wir weiter. Genau, hier können wir uns runterfallen lassen, dann können wir eine kleine Abkürzung machen. Oh. Den schnappen wir uns hier oben noch. Dann holen wir uns hier unten. Zack. Okay. Oh, die Möbel. Also, kann ich euch gleich mal zeigen, wo ich denn den... Ja. Oh nein! Nein! Hier oben zum Beispiel. Mal kurz was. Ja, sicher. Hier oben. Genau, wo war das denn? Genau, hier konnte man reingehen. Dann kommt man hoch zu einem Ritter. Ja. So, hier ist das nächste Ding. Ihr wisst, könnt euch auch an den Drachen erinnern. Wir müssen ja auf jeden Fall einmal wieder zurücklaufen. Oh, nein. Okay. So, das Problem ist, dass hier dieser Drache gleich wieder auftaucht. Ich bin hier schon mal über die Brücke rübergelaufen. Und dann taucht der Spasti dritte Drache einfach wieder auf. So, wir laufen jetzt auch mal. Weiß nicht, ob er jetzt wiederkommt. Letztes Mal kam er einfach wieder. Da zum Beispiel.
da einfach mal wieder auf. Setz dich da hin. Was natürlich sehr unfair ist für uns, aber wir laufen jetzt trotzdem weiter. Okay, das ist nicht so clever. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem nochmal. Lauf! So. Hier unten steht ein Ritter, den hatte ich letztes Mal gehauen und habe herausgefunden, dass man mit ihm reden kann. Getan haben. Immer so nebenbei. Muss ich kurz überlegen. Ich weiß nicht mehr, welche Richtung wir jetzt zurückkommen in diese komische Stadt, aber ich meine, das ist dieser Weg. So. Wie kann man denn verdammt nochmal hier schneller runterkommen? Das ist total nervig. Ich habe auch immer Angst, dass ich runterfalle. Das tut man, glaube ich, nicht. Naja. Wäre nicht schlecht, wenn es irgendwie eine Funktion geben würde, dass man da runtergehen kann, weil das hier ist wirklich ellenlang. Drehen wir kurz was. So, da geht's ja runter in die Stadt, da wollen wir jetzt gar nicht hin, wir wollen jetzt einmal. Und warum nicht? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns unten auch mal unten, das haben wir letztes Mal nämlich auch nicht gemacht. Nicht alles zumindest, aber vieles. Und wie viele von denen kommen? Auf jeden Fall konnte man da längs. Ich weiß gar nicht, wo ich über längs gegangen bin hier. Oder ob ich überhaupt hier schon alles erforscht habe. Ich glaube fast gar nicht. Wir gehen trotzdem mal hier längs. Gehen wir mal. Oh, das ist nämlich ein Brand. Nein, der auch. Egal. Oh, da liegt noch jemand. Den können wir mal. Doppelmenschlichkeit bekommen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Menschlichkeit gesammelt. Einmal von den Gargoyles und einmal von denen hier. Durch. Weg. Okay, gehen wir zurück. Ich bin mir ganz sicher, dass man hier hinten gleich irgendwie. Oh, hier geht's. Komm hier rein. Somebody. Anybody. Help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ever happen? Okay, können wir die öffnen? Anwesenschlüssel benutzt. Oh, oh. Alle? Brilliant. You opened the door for me. Ja. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Ja, und? Wie dankbar bist du? Oh, hello. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Hier, was für eine Aufgabe musst du erfüllen? Sagst du mir das? Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then I have my sorcery. Besides, I have an important... Okay, warum hast du denn hier hinten für einen Typ? Ich wollte nur gucken, ob der Leiche plündern. Aha. Okay, das wäre jetzt für Zauberer wahrscheinlich super. Wäre leider nicht. So, hier unten gibt es auf jeden Fall noch mehr, was man entdecken kann, das weiß ich. Hier, kann man da was machen? Nö. Komm, alles weg hier. Dass irgendwas im Weg steht gleich. Wir kämpfen müssen, weil. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. War noch einer, ne? Irgendeiner, der auf uns geschossen hat die ganze Zeit?
Wir waren ja schon mal drin, haben die geplündert, deswegen brauchen wir das nicht nochmal machen, aber gruselig. Mit hier. Weiß nicht mehr, was hier unten war. Kann mich da nicht mehr dran erinnern. War hier bestimmt irgendein so ein Riesenteil, wo ich Angst vor hatte. Deswegen sind wir nicht hier längst gegangen. Mein Gott, die sind aber gar nicht so ohne die kleinen Flickflack-Heinis da, oder? Hauen da ganz gut rein. Will er kommen? Einzigen Dias. Oh nein! Ja. Da kommt man nicht weiter. Ich dachte, da könnte ich vielleicht. Große Seele, das ist auch gut. Irgendwas in den Häusern drin? Da noch einer. Liebesmaske, schwarze Lederrüstung. Okay. Gucken wir das gleich mal kurz an. Das machen wir jetzt nicht, das machen wir nachher am Feuer, wenn wir unsere Ruhe haben. Und was es hier gibt noch. Frage, wo es hier hingeht. Wenn es hier zu einem Boss geht, bin ich natürlich gearscht. Hier runtergehen. Lass mich hier runter, guck mal, wo wir reingehen, bevor wir durch irgendeinen merkwürdigen Weg gehen. Ah, guck mal. Gedacht. Irgendwo einer ist. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Mal hochgehen. Da hinten liegt eine Leiche, aber von der anderen Seite. Na, auf mich. Ja, komm, ne, kann man nicht, okay. Also hier durch. Ach, mein Gott, das ist so blöde, wenn man die ganze Zeit nicht. Oh, ich dachte, ich kann den killen. Konnte ich aber nicht. Oh. Scheiße, das war bestimmt ein NPC, ne? Oh Gott, die verflucht mich aber ganz schön, wa? Wir so ein bisschen talken, wir gehen mal hier längs. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wahrscheinlich gar nichts und wir kommen durch diese Tür nicht durch. Doch. Was da hinten?
Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ach Quatsch. Das ist immer eine fette Abkürzung. Wie cool ist das denn? Das ist natürlich ganz geil. Das ist wirklich cool. Okay, das ist natürlich nicht so cool. Genau. Dann gehen wir unten mal nochmal rein. Da kann man nochmal weitergehen. Das ist natürlich eine super coole Abkürzung. Wenn man mal von woanders anfangen will. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Danke, 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 Leute. Ratte? Ah, okay. Okay, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Ha. Oh nein! Das ist nicht euer Ernst. Scheiße! Hat er mich da runtergehauen? Hat er mich nicht wirklich da runtergehauen? Ah, das ist natürlich sehr kacke. Wir müssen natürlich den ganzen Weg nochmal gehen. Aber da müsst ihr nicht mitmachen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.